Servus und hallo und willkommen zurück zu Mr. Prepper. Wir sind gerade in der Mine angekommen und dann wollen wir doch mal gucken, wie es hier weitergeht. Hier geht's raus und gehen wir doch mal rein. Wer bist du denn? Bob. Ja. Was braucht der Aufzug denn? 10 Metall. Willst du mich vergockeuern? Jetzt kommt das Ding ist ja riesig. Guck dir das mal an. Okay. Nevermind. Auf nach Hause. Wir sollten ja noch genug Metall da haben. Holz, Metall. Tisch. Na gut, hier.
So, ich brauche 10 Metall. Und ich brauche wieder Geld. Tisch habe ich da. Paletten habe ich da. Sehr schön. Würde sie auch. Halt, wo ist der Pepper? Dass uns wieder die Ernte eingeht. So, ich habe die 10 Metall mit. Ich habe die falsche Sache gebaut für den falschen Tag. Gut. Wurscht. Wir gehen jetzt erstmal in den Wald. Wir brauchen Berries. Dann in die Mine. Das Haus freigeschaltet. So.
Die Geschichte setzt sich in der Vollversion fort. Wenn du versuchen willst, im Bunker zu überleben und Mr. Preppers Geschichte erleben willst, empfehlen wir dir, die Mr. Preppers Steam-Seite zu besuchen. Ja. Füg Mr. Preppers 3 Wunschliste hinzu und abonniere, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Mit freundlichen Grüßen, Rejected Games. P.S. Obwohl das Ende der Story des Prolog ist, ist das nicht das Ende des Inhalts, den du entdecken kannst. Du darfst gerne weitermachen. Gut. Dann machen wir jetzt. Gehen wir jetzt schlafen. Ja, ich dachte eigentlich, es geht noch weiter. Aber das war's dann wohl mit Mr. Prepper. An sich muss ich sagen, ein recht nettes Spiel. Wir werden jetzt mal gucken, ob es noch irgendwohin weitergeht, ob da noch irgendwas ist. Also vom Aufbau her finde ich es recht gut. Man könnte vielleicht noch ein, zwei Sachen verbessern, aber das wird sich noch zeigen. Es ist ja bisher bloß der Prolog, den man spielen kann. Ich bin gespannt auf das fertige Spiel und das werde ich euch dann auch vorstellen. Also sehen wir uns irgendwann in Mr. Prepper wieder. So. An, wir sind ein Gott, was die Berries angeht. Ich sollte die Berries doch vielleicht im Inventar behalten. Kochen macht Spaß. Nee, sie möchte immer noch nicht. Flipp. Dann machen wir noch ein Nickerchen. Oder der Inspektor kommt. Also Mörchen bringt anscheinend wieder Saatgut. Könnt ihr mal einen Baseballschläger oder was?
Okay, also ich sollte... Ich sollte vielleicht das Wasser eher abholen, nachdem der Inspektor da war. Untersuchungsergebnis 5. Gut, da geht's erst weiter. Der Fortsetzung. Hast du noch was für mich? Kann ich vielleicht... Gucken wir mal, ob ich vielleicht den Lift weiter ausbauen kann. Level 2. Reparieren. Mäh. Gut. Aber damit, meine Lieben, ist Mr. Prepper der Prolog leider schon durchgespielt. Schade. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch den Hebel reparieren und auf die zweite Ebene gehen. Nee, auf die dritte Ebene, so gesehen. Aber dem ist leider nicht so. Dann verabschiede ich mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Vollversion davon. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mit dabei seid. Dann einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder einen schönen Mittag. Je nachdem, wann ihr euch den Spaß hier anschaut. Bis denn!